Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Basis Gaming. Wir waren, oder wir sind eher gesagt, in Star Wars Outlaws und hier mitten noch in einer Mission drin, nämlich in dieser Mission des Verräters der Pikes. Wir müssen jetzt zurück zur Trailblazer, zur Bahnbrecher mit Tislak und den zu Gorak bringen. Da wird es Tislak wahrscheinlich nicht so gut gehen, könnte ich mir vorstellen. Damit haben wir ein bisschen Crimson Dawn übers Ohr, aber das ist mir egal. Gehen wir hier raus, mal sehen, ob hier noch ein bisschen mehr gekämpft wird oder ob wir nur die beiden Vollstrecker hier besiegen mussten von Crimson Dawn. Tislak, nicht wegrennen. Du musst zur Trailblazer gehen und nicht abhauen. Na los. Ja, würde ich gerne, aber du verkaufst mir ja keine Teile. Na, ND5. Danke, ND5. Lieferkiste können wir nicht benutzen. So, also Gorak gut. Ist hier. Mach's dir nicht allzu gemütlich. Nicht Gorak. Tislak. Werd ich nicht. Na, dann probieren wir es mal. Ob wir angegriffen werden? Müssen wir mal schauen. Starten wir. Raumschlachten haben wir bisher sehr wenige gemacht. Aber wir müssten unser Schiff halt auch einfach weiter aufleveln. Die Sache ist aber auch die, es sind ja auch schon zwei DLC-Pakete angekündigt worden. Bis dahin will ich das komplette Spiel durchhaben. Erkundet haben. Ja, das war so klar. Nicht mehr! Das war ja super. Oh, komm her, wo bist du? Wo bist du? Da drüben. Das ist einer zumindest. Yes, den haben wir. Das ging einfach. Wo sind die anderen? Oh, zwei Stück. Ich nehme meinen Turbolaser-Turm hier. Sehr nice. Alle besiegt. Crimson Dawn wirkt verärgert. Naja, ich habe ihm gerade den Informanten geklaut. Wir sollten zu Gorak, bevor sie mehr Schiffe schicken. Wir probieren's. Crimson Dawns Ruf ist runtergegangen. Naja, egal. Wir waren noch ziemlich gut. Jetzt erstmal sehen wir zu, dass wir auf den Planeten kommen und das Lack da abgeben. Warst du jemals... Oh, Gorak scheint hier drüben in der Spielhölle zu sein, in Makkas Spielhölle. Gehen wir mal hier rein und gucken, ob wir mit Gorak quatschen können hier drüben. Ach, okay, das ist sein Unterschlupf hier drüben sowieso. Okay. Damit wir nicht in Pike-Gebiet gehen müssen. Dann einmal den Aufzug betätigen. Ist schon lange her, dass wir das letzte Mal hier waren. Schauen wir mal, was wir dann jetzt hier mit Gorak bequatschen können. Du bist zurück? Hast du mein Problem gelöst? Na klar, ich habe Tislak gefunden. Er ist auf meinem Schiff. Gut, ich lasse ihn abholen. Gute Arbeit, K-Vess. Immerhin, 1000 Credits dafür gekriegt. Andy 5, Gorak schickt jemanden, der Tislak abholen wird. Gut, seine Gesellschaft ist unangenehm. Crimson Dawn wird das wohl nicht einfach auf sich beruhen lassen, was? Nein, anscheinend ist Tislak wertvoll für sie. Ah, toll. Na, aber diese Quest haben wir damit auch abgeschlossen. Nice, war Ach, klein, komm schon. Aber... Ihr kennt mich, das ist vollkommen unnötig. Oh, wir sind nicht mehr im ausgezeichneten Ruf. Ich hoffe, Crimson Dawn erfährt nichts davon. Genau das ist allerdings ihr Handwerk. Oh ja. So, Leute, wir sind jetzt im Orbit um Akiva, denn... Okay, wir werden angegriffen, da hab ich gar keinen Bock drauf. Das müssen wir jetzt erstmal hier beenden. Komm schon, was ist denn los hier? Er wird vernichtet, sehr schön, jetzt sind nur noch... Zwei, nein, drei Gegner. Au, ja, merke ich auch, dass die uns treffen. Wo ist jemand da? Haben wir jemanden? Können wir auch nicht wegjagen. Sehr nice. Und. Wo bist du? Da. Einmal. Die haben uns erwischt. Rakete drauf. Der ist auch weg. Und dann ist hier noch einer. Drüben, hinter dem Ding. Aber. Was ich herausgefunden habe in der Zwischenzeit, es gibt ja noch einen
einen weiteren Experten, von dem wir Fähigkeiten kriegen können. Der so erstmal nicht angezeigt wurde. Und da muss man wohl im Weltraum Übertragungen finden. Eine davon ist wohl bei Akiva. Sehr schön, da haben wir eine Übertragung. War scheinbar nicht die richtige. Das ist sehr schade, weil mit den Übertragungen können wir diesen Typen finden. Die Frage ist, wo finden wir noch weitere Übertragungen? Ich habe von einigen gehört, dass die hier gefunden worden sind. Das war aber wohl nicht die richtige. Das ist sehr, sehr schade. Denn diesen Experten würde ich theoretisch gerne freischalten. Aber ich vermute auch, dass die nicht hier sind. Beenden wir das mal kurz. War keine Absicht. Vardanium und Durastahl hier gefunden. Müssen wir mal schauen, ob wir das irgendwo anders finden. Aber da wir das jetzt nicht gefunden haben, gucken wir da drüben einmal. Und ansonsten haben wir auch, wie gesagt, noch diese Jabbas Schachzugmission und eine Menge Gelegenheiten. Diese Gelegenheiten habe ich noch nicht gemacht, deswegen gucken wir uns vielleicht mal eine Gelegenheit auf Akiva an, was man da so machen kann. Ich fliege ja immer nochmal durch das Feld hier beim Kinro-Kometen, ob wir hier vielleicht, guck mal da drüben, da könnte noch eine Übertragung sein. Einmal hier lang. Vielleicht kriegen wir da was raus. Grünes Deckfinish. Okay. Autsch. Das ist also auch nicht das. Okay, wartet. Da sind Piraten, die angreifen. Lasst uns diesem Schiff mal helfen. Die Frage ist, könnten wir auch das Schiff angreifen? Und mit den... Oh mein Gott, das sind nicht Piraten. Es ist das Imperium. Oh, ich hab ein bisschen gebaut. Ich dachte, es wären irgendwelche Piraten, die hier angreifen würden. Aber nur. Das verbindet das Schiff hier. Imperium besiegt. Und habe ich den Frachter verteidigt? Kann das sein? Rechte Seite. Ja, hab's verstanden. Nein, ich muss das Imperium weiter besiegen. Okay, besiegen wir das Imperium weiter. Oh, ein Abfangjäger. Ich glaube, den brauchen wir noch. Um eine Fähigkeit zu erlernen. Und schon. Oh, der ist zu gut. Der ist zu gut. Aber die beiden Abfangjäger muss ich kriegen. Sowieso, um hier ein bisschen weiterzukommen. Jawoll, wir haben Ausweichmanöver freigeschaltet. 180-Grad-Wende. Cool. Sehr cool. Und dann können wir das noch aufleveln, oder was? Oh, da müssen wir Gesandte für... ein Räummanöver und ein Vollstreckerauftrag im Weltraum. Okay. Müssen wir dafür kriegen. Schauen wir dich an. Ich bin beeindruckt. Vielen Dank, Fremde. Ich helfe gern. Und sag Gorak, dass er Kay Vess ein Schiff schuldet. Frachter haben wir abgeschlossen. Dafür kriegen wir jetzt wahrscheinlich Pluspunkte bei den Pikes. Ist aber jetzt nicht so nett, dass wir vom Imperium gejagt werden. Lasst uns mal gucken, dass wir nach Akiva kommen. Und da vielleicht auch eine Gelegenheit irgendwo. Ach, die gibt's gar nicht auf Akiva. Gibt's nur bei Kijimi, Tatooine. Ah, doch, da. Gelegenheit Hundenkartell. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Deswegen. Sie haben einen sicheren Sprung ausgeführt, Kay. In die Richtung. Und hoffen, dass wir vom Imperium dann entkommen, dass die uns nicht weiter jagen. Ich glaube, eine Schnellreise wäre jetzt nicht möglich, solange das Imperium hier hinter uns her ist, aber. Ah, Ziel in Sicht, nicht gut. Ich dachte, wir wären dahin entkommen. Oh, da ist das Wrack der Offenbarer. Dass das jetzt dann hier sozusagen neues Ding ist. Das ist cool. Neues Terrain im Weltall. Wunderbar. Ich will doch nur landen. Ich hoffe, das geht, wenn man, wenn man gejagt wird. Ach, wo war ich? Komm schon, komm schon, komm schon. Das stammt alles von dem Sternzerstörer. Tut es.
Aber wir versuchen jetzt zu landen, ohne Thai-Abfangjägern zu nahe zu kommen. Ach, natürlich. Mit dir. Oh. Ein Satellit vom Imperium hier. John, die Dinger gibt's aber euer auch. Oh, nicht nett. Nicht nett, die kommen natürlich von der Oberfläche. Wie sollte es auch anders sein? Achso, wir können landen. Ah, jetzt können wir nicht landen. Ist da ein Dings drauf ab? Ich weiß. Und schon. Ist jetzt hochgefahren. Unsere Laserkanone muss definitiv mal aufgebessert werden. Er ist immerhin weg. Zwei Gegner noch. Oder drei. Hat mir den Anfangjäger. Wunderbar. Wir haben uns getroffen. Ich hätte die Landung einleiten sollen. Alles klar. Komm schon. Schön dir aufgefallen. Hey. Kann ich nicht. Zu deiner Linken. Jawohl, kann ich. Oh, jetzt bin ich Stufe 4. Zum Spiel zurückkehren? Was? Ich will landen! Das war ein Treffer! Aber gut, wir könnten uns theoretisch den Gesandte auch erledigen. Wenn wir es hinkriegen, dann hätten wir das für die Fähigkeit immerhin. Daher. Oh, komm schon. Geschütz ist geladen, das ist sehr gut. Ist das nicht das, was ich eigentlich diese Folge machen wollte, aber es ist trotzdem sehr interessant und dürfte uns halt die nächste Fähigkeit potenziell ein bisschen erleichtern, wenn wir das so schaffen. Den Teil angreifen. Und dann. Ja, der Gesandte wird jetzt angegriffen. Von mir. Wir werden getroffen. Schilder hat er jetzt keine mehr. Schon. Wir treffen uns, Kate. Und schon. Das war's mit unserem Schild. Antrieb von ihm da vernichten. Kannst du deine. Kette bitte wieder machen? Nein. Scheinbar noch nicht. Das Schiff ist in Gefahr. Ich setze mich trotzdem einfach weiter hinter ihn. Rakete geht immer noch nicht, aber wir haben ihn besiegt. Wir haben ihn einfach mal besiegt. Gegner hinter uns. Jetzt müssen wir uns heilen, bitte. Wir haben wieder Schilde. Kann ich jetzt die Landezone wählen hier? Wir nehmen Schaden. Die beiden Thai-Jäger würde ich hoffen, dass ich die nur noch besiegen muss. Das war's heute. Machen wir den Schutzturm an. Drei Thai-Jäger sind es. Sind getroffen. Es wird immer mehr hier. Kann ich nicht einfach hier bitte landen? Denen davon fliegen? Nein, kann ich nicht. Jetzt haben die eine Fahndung gestartet. Dann kommt jetzt eine Raider-Klasse-Korvette. Wir nehmen Schaden. Dann, von links. Fliege ich jetzt nach Tatooine. Sie wollen aus dem System springen. Na dann, springen wir. Ich hoffe, dass wir damit dann weg sind. Wenn wir ja weggesprungen sind. Dass wir irgendwo mal eine Gelegenheit uns angucken und gucken, was das für eine Art von Mission ist, wie großartig das ist. Aber ich befürchte, dass die uns hier immer noch verfolgen. Ach so. Suche abgebrochen, das ist sehr gut. Da drüben sind noch Thai-Jäger. Okay. Okidoki, dann landen wir mal auf Tatooine. Oh, wartet, lasst uns mal kurz gucken. Tatooine-Gelegenheiten, Ashiga-Clan, Hundenkartell oder Crimson Dawn. Ich würde gerne fürs Hundenkartell auf der Karte anzeigen, wo sind wir hier? Bei Bestien. Das Imperiumsterritorium, ne? Da sind wir. Wayfar ist, glaube ich, da unten. Sind wir bei Mos Eisley am nahesten. Wo wären die anderen? Das für den Ashiga-Clan ist in Mos Eisley. Wenn ich das richtig sehe. Da kommen wir einfacher hin, deswegen. Machen wir es mal für den Ashiga-Clan. Wir sind kurz vor der Gelegenheit, aber hier will jemand mit uns quatschen, deswegen quatschen wir mal kurz. Handeln? Was handeln? Was immer du willst. Die Nuki-Handelsjäger geht jeden Handel ein. Wenn du was hast, kaufen wir es gern. Komponenten verkaufen, Materialien verkaufen, Schmuggelwaren eintauschen. Eigentlich, ich weiß nicht, verkaufe ich dann alles? Nee. Gerade nicht. Dafür haben wir noch nicht genug freigeschaltet. Das ist mir zu wichtig noch. Aber es ist cool, dass man hier überall auf Sachen treffen kann. Einmal an dir vorbei. Sprich mit der Ashiga-Kontaktperson. Okay. Dann sprechen wir mal hier.
Kay Voss, die Schwarmlose. Wir kennen dich. Nein, ich brauche deine Dienste. Du gehörst zu den Ashiga, stimmt's? Was machst du so weit weg von zu Hause? Ich leide. Eine Myrmitrix sollte sich nicht von ihrem Schwarm trennen. Es ist widerlich. Oh, das tut mir leid. Ich brauche kein Mitleid, sondern Hilfe. Das Huttenkartell plant einen Waffenverkauf. Du wirst sie ausrauben und die Ware zu mir bringen. Zum Wohle des Schwarms. Ich bekomme normalerweise Kredits. Ah, ja, natürlich. Vergib mir. Ich habe wenig Umgang mit Individuen. Es ist... widerlich. Unangenehm. Du wirst bezahlt werden. Soll ich mich vorstellen, um unsere individuelle Beziehung zu stärken? Klar, warum nicht? Ich bin Sizzik. In Ordnung, Sizzik. Eine Waffenlieferung kommt sofort. Okay, neue Quest, Waffenschmuggel. Ach, was meinst du, Andy? Das Huttenkartell ist ein Unternehmen wie jedes andere. Jede Transaktion wird dokumentiert. Na gut, mal sehen, ob ich in ihr System reinkomme. Also, die Hutten slicen. Machen wir. Direkt zwei hier mit so Rotationskanonen unterwegs. Ich finde das cool, dass es so viele Nebenquests hier gibt. Riechst du etwas, das du willst, Nix? Was denn? Wohin gehst du? Hier waren wir schon mal unterwegs. Ey, Vorsicht, Kumpel. Du weißt ja nicht, wer oder was hier in der Nähe ist. Wo läufst du hin, Nix? Ein Java. Ist das so ein Java-Händler? Alter, oh, Schrottplatz. Ist es da drüben? Ja, Nix scheint auch irgendwie an so Sachen interessiert zu sein. Ja, ich folg dir. Da komme ich so nicht drauf, Nix. Aber hier komme ich lang. Okay, oh, der arme Gongbrede da drüben. Ach, warte, Nix. Ich passe hier nicht durch. Okay. Okay, lassen wir uns mal hier runter. Dann da links lang. Oh mein Gott, es gibt so viele Sachen, die einen ablenken können hier die ganze Zeit. Aber es lohnt sich dann auch einfach, wenn man endlich neue, coole Sachen findet und sieht. Nix, wo bist du? Da bist du. Kleiner Freund, wo lang? Oh. Kann ich hier durch? Kann ich hier rüber? Wo muss ich hier lang? Da kann ich nicht lang. Wahrscheinlich dann hier hoch. Da sind wieder zwei Javas hier lang. Nix, bist du hier? Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht, würde ich sagen. Da bist du. Wo schickst du mich lang? Nix, Nix. Du wohnst hier nicht. Schließen wir das mal, nicht, dass ich hier bezichtigt werde. Zu klauen. Wahrscheinlich klaue ich wirklich was, aber egal. Schauen wir mal, was Nix hier gefunden hat. Na gut, gehen wir, bevor noch jemand kommt. Ein neuer Sammelgegenstand, ein winziges Schiff. Okay. Wie kommen wir jetzt dahin, ja, wo wir eigentlich hin wollen? Was? Sehen wir uns das mal an? Handel mit Nix Schätzen. Ein Schneider im Marktviertel von Mirogana könnte daran interessiert sein, Nix Schätze gegen etwas einzutauschen, das Nix liebend gern tragen würde. Oh, okay. Wir müssen jetzt trotzdem irgendwie wieder gucken, dass wir hier rauskommen und in Richtung Huttenkartell können. Okay. Hier lang. Einmal die Treppe runterrollen, kann doch jeder. Ey, wie cool das hier einfach ist. Oh, hier ist ein Pike. Was? Vergessen, wie man Schurken-Sylop spielt? Bitte, das ist was für Kinder. An diesem Tisch spielen wir richtiges Sabak. Naja, zumindest einer von uns. Dieser Crimson Dawn Bengel meint, er hätte gewonnen. Aber meine 23 schlägt seine Stäbe. Ich weiß nicht, wie man das auf Obadiah macht.
Aber hier bildet man mit einem Sylop ganz sicher keinen vollen Zabak. Lächerlich, so eine Regel gibt's nicht. Na los, sag ihm, wie dieses Spiel gespielt wird. Das heißt, wir werden wahrscheinlich Ruf bei einem der beiden Syndikate kriegen? Aber das finde ich witziger. Genau genommen habt ihr beide verloren. Mit dem Sylop kriegst du höchstens ein halbes Sabak. Und du hast zu viele Karten. Auf Kanto würde die Bank gewinnen. Ha, das kommt davon, wenn man eine Casino-Ratte fragt. Auf eine neue Runde. Aber diesmal spielen wir richtig. Okay. Lasst uns mal hier weitergehen. Kommt man hier weiter? Hier kommt man weiter. Sehr gut. Auf in Richtung Hutten. Da dürfen wir sicherlich gerade nicht rein, oder? Lasst ihr mich durch? Oh doch, ich bin gut gestellt. Oh, das ist sehr gut. Ich bin drin. Such die Transaktionskonsole im Hauptgebäude und versuch nicht aufzufallen. Hey, nicht auffallen? Das bei der ist mein Spielsaal. Ding. Darf ich hier auch weiter noch? Yo. Das erinnert, um ehrlich zu sein, so ein bisschen an diesen Band 7 oder so der Republic Comics, wo Ki-Adi-Mundi nach Tatooine kommt und Jabba besucht. Komm mal her. Ey, hier gibt's noch so viel zu entdecken, was ich noch nicht gesehen habe. Reden wir mit dem Namen? Was gibt's? Ich hätte einen Auftrag, wenn du willst. Keine Lust auf Arbeit oder was ist? Eine Feuchtigkeitsfarm kommt mit ihren Steuerzahlungen nicht hinterher. Ich habe Wichtigeres zu tun, als den ganzen Weg in die Wüste zu gehen. Hol du doch das Geld. Was springt für mich raus? Du ziehst die Hutten auf deine Seite. Auf Tatooine ist das mehr wert als Kredits. Ich sehe mich mal um. Überall kann man neue Quests kriegen. Überall. Da ist ein Dolmetscher-Protokoll-Droide und jetzt sind wir hier im Suchbereich drin. Aber ich würde mal sagen, mit einem Blick auf die Uhr war es das für heute. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn es das hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und damit machen wir in der nächsten Folge weiter.